Herzlich willkommen. Zu einem Special. Genau, zu einem Special. Es fängt ein bisschen anders an, das werdet ihr gleich sehen. Der Plan war eigentlich, ich wollte euch kurz in einem Vlog mitteilen, wie man eigentlich einen Vlog schneidet. Also nicht Aber wie man kurz. eigentlich einen Vlog schneidet, sondern wie meine Interpretation von Vlog schneiden ist. Aber kurz kann es nicht. Kurz konnte ich nicht, habe ich ja schon oft genug bewiesen und in diesem Fall ist das wieder ganz genauso. Und deswegen haben wir uns, werdet ihr auch in dem Video sehen, in dem Video dazu entschlossen, dass das ein extra Ding wird, weil das einfach zu lang wird. Ne? Das ist einfach eskaliert das Ganze. Aber auch hier ist es wieder so, ich könnte euch jetzt in diesem Video in, keine Ahnung, in 5 Minuten erzählen, wie ich einen Vlog schneide und das wird irgendwie, das ist nur ein ganz kleiner Anriss ja, wir machen es ein bisschen ausführlicher, was aber trotzdem nur ein kleiner Anriss ist, weil man kann sich in diesem Thema schneiden, da kann man sich bis ins Tausendstel hochsteigern. Und Ne? das sieht sehr einfach aus, wie Axel das macht. Ich habe es mal ausprobiert. Das ist eine Ja. Katastrophe. Ja. Also von daher, nicht schlimm. Nehmt es also hin, dass das hier jetzt ein reines Vlog-Schneide-Video ist, als kleines Special. Und dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit dem Video, ne? Also, bis nach dem Intro. Tschüss! Rausschneiden, rausschneiden. Es muss viel mehr rausgeschnitten werden. Ja, liebe Leute, es kam ja immer die Frage, wie schneidest du eigentlich deine Videos? Und vielleicht sollten wir in diesem Video einfach mal zeigen, wie ich meine Videos schneide, beziehungsweise wie ich unsere Videos schneide, weil es ist nicht nur mein Video, sondern da ist auch mit dabei und irgendwo da hinten nach da unten. Ich, der kleine Puka, ne? Wir sind hier gerade im Zentrum der Macht. Hier wird nebenbei Steuertätigkeiten werden hier geschult. Da läuft schon wieder ein neues Video. Wir haben ja nur so viele Aufrufe, weil wir ständig diese Videos durchlaufen lassen. Ne? Selber gucken, Selber ja. gucken. Nee, alles gut. Ich hatte das Video noch nicht geguckt. Ich musste das nochmal gucken. Katharina hat erstmal ein Video geguckt. Also Schnagilona natürlich, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich zu sehen auf der Kamera, was hier so passiert? Ja. Oder spiegelt das oder so? Nee, Nee. sieht gut aus. Generell schneiden wir unsere Videos mit Shotcut. Shotcut, eine kostenlose Software zum Videoschneiden. Bin ich gleich zu Anfang drauf gekommen, habe ich gegoogelt, oh, ich will Videos schneiden und dann gehst du bei Google rein, was ich immer sage. Schnittprogramm kostenlos und dann kommt bap, 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 kommen die verschiedenen Programme und dann kam eben Shotcut und Shotcut ist ein Programm, was auch wirklich, ja, was viel kann. Was auch viele anwenden und dadurch bedingt, gibt es auch viele Informationen im Netz. Und bei YouTube findest du quasi zu jedem Problemthema, was du hast, eigentlich ein Video, wo irgendjemand erklärt, wie man das macht. Ich würde gerne auch bei den Videos viel mehr machen, im Schnitt viel interessantere Dinge machen. Das Problem ist, dass das so schon viel Zeit kostet und wenn du dann, und ich bin der Meinung, ich schneide relativ intensiv. Also kompliziert oder wie auch immer. Und wenn ich dann noch mit noch mehr arbeite, dann wird es noch komplizierter. Es ist so, wenn du jetzt, so wie ich das jetzt habe, habe ich hier ganz normal, wie man das kennt, unter C ein Ordner YouTube, dort runter habe ich einen Ordner Vlogs, da ist ein Ordner mit Intro, da ist immer das Intro drinne. Dann haben wir hier noch offenes Spezial, da liegen schon ein paar Dateien drin, die man braucht. Dann gibt es hier einen Ordner Outtakes 23, da sind ja auch schon ein paar Dinger drin. Da schmeiße ich immer, wenn ich das jetzt sehe, das habe ich ja letztes Jahr erst angefangen, so Sachen rein. Genauso lustige Reiserszenen, wobei der Ordner ist derzeit noch leer. Genau, wenn ich was sehe, schmeiße ich das da rein. Der letzte Rasenmäherteil noch und jetzt haben wir hier Vlog 243 zu packen.
Vlog 243 ist noch in der Mache. Beziehungsweise, nee, ist gar nicht mehr in der Mache, sondern ist eigentlich schon fertig. Also, ich bin in der Mache, aber der ist fast fertig gedreht. Wir drehen gerade die Endszene. Ich unterteile mir das immer, wenn ich tagsüber was gefilmt habe und ich das abends reinschmeiße oder vielleicht zwei Tage was gefilmt habe, weil ich es abends nicht geschafft habe oder so, unterteile ich mir das in Akte. So, jetzt gehen wir hier rein, haben wir hier Akt 1. Und dann sehen wir hier Akt 1, sind jede Menge Videoschnipsel drin. Ne? Da, aus den Videoschnipseln können andere schon drei Videos machen, würde ich immer gerne mal behaupten. Das ist bei uns ein Akt. Und hier drin gibt es nochmal wieder einen Akt. Der ist nochmal wieder unterteilt. Da sind nochmal wieder Dateien drin, weil das... ja, das ist diese Einschubszene, die ihr gesehen habt mit dem Ölwechsel, die Dateien, die mir ja, abhanden gekommen sind, nicht aber durch die Lappen gegangen sind. Deswegen haben wir die da nochmal mit eingeschoben. Und dann ist es so, dass es hier wieder Akt 2 gibt und dann gibt es wieder die ganzen Dinger. Und wenn ich dann auch noch verschiedene Kameras verwende, dann ist hier noch ein Ordner drin, dann siehst du hier einen Ordner, da steht da eine Magnetkamera, dann sind da nochmal wieder Kameras drin. Oder wenn ich mit Stativ arbeite, ist da noch ein Ordner drin, sind da Stativbilder drin. Und dann habe ich teilweise pro Akt 3 Ordner mit Videodateien. Ne? Genau, das mal so dazu. Wenn dann so ein ganzer Vlog abgedreht ist, nehmen wir mal den letzten, da gucken wir mal nur den Ordner. Der Ordner vom letzten Vlog hat genau 101 GB, ne? In so einem Ordner befinden sich drinne alle Akte. Beim letzten Mal waren es 4 Akte. Ne? Also wenn man das mal sieht, das letzte Video, hier sind allein, kann man das hier sehen, Eigenschaften, sind allein 45 Dateien drinne vom letzten Mal. Akt 2 hat 26 Dateien. Oh, das war 4, Entschuldigung. 3, 14. Ja. 14, kann man das nicht irgendwo sogar schneller sehen? Ah, da, 14 Elemente und da unten nochmal 7. Also nicht ganz, aber so rund 100 Schnipsel, ne, die ich da allein schon habe. Dann geht es hier weiter, da nenne ich den ganzen Kram Lona-Vlog. Und in diesem Lona-Vlog, da ist meine Datei drin von dem Schnittprogramm. Dort schmeiße ich mir mein angefertigtes Thumbnail rein. Dort schmeiße ich mir die fertige Videodatei rein, die in dem Moment dann 7,74 GB groß ist. Dann die einzelnen Bilder, die ich fürs Thumbnail rausgenommen habe. Ne? Das Bild hatte ich mir rausgenommen fürs letzte Thumbnail. Das Bild hatte ich mir rausgenommen und das habe ich gar nicht verwendet. Ne? Genau, und dann mache ich mir immer eine Videobeschreibung. Die mache ich mir in einer Word-Geschichte fertig. Da steht dann immer die Überschrift von dem Video drin. Da steht dann immer die... Videobeschreibung drinne, dann hier unter, wie ihr zu unserem Shop kommt, ne? Lohnbetrieb, jede Menge Geschichten mit Affiliate-Links, falls jemand uns unterstützen möchte, kann er ja einen Amazon-Link verwenden oder beziehungsweise über diesen Amazon-Link, wenn ich mir den jetzt hier kopiere und lege den, also bei YouTube ist der hinterlegt, da brauche ich nur draufklicken und gehe über diesen Link bei Amazon rein. Dann kann ich ganz normal einkaufen, wie sonst auch. Aber von jedem Produkt gibt es, keine Ahnung, 1 Cent kriegt hier Amazon, also unser Amazon-Konto dann ab. Ne? Darüber kriegt man dann, kann man dann noch 1 Cent verdienen. Davon leben unter anderem ganz, ganz viele Twitcher. Die YouTuber haben gar nicht so, also den Link, ich kann das nicht auswerten. Ich weiß gar nicht, ob den überhaupt einer benutzt. Ach, liegt da halt drinne. Wer das finden will, findet das. Ne? Unsere Amazon-Wunschliste ist hier unten drinne. Dann die Dinge, die wir immer verwenden, wo auch gerne nachgefragt wird, sind hier verlinkt drinne. Und dann das Film-Equipment war jetzt auch im letzten Video die Frage, was für ein Video-Equipment wir verwenden, dann wenn wir auf dem Trecker sind. Ne? Stream-Equipment, Trecker ist hier aufgeführt. Stream-Equipment, Werkstatt ist hier aufgeführt. Unsere Maschinen. Ja, und das war's. Ne? Unsere E-Mail-Adresse, unsere Berufe, Titelmusik, der Hund, ach, alles ist da aufgeführt. Ne? Das liegt alles in einer Videobeschreibung. Dieses Dokument fertige ich mir jedes Mal an und packe mir das zu jedem Video immer weg. Ne? Dann habe ich immer eine Einheit. Warum auch immer, ich mache es. Ob es sein muss, weiß ich nicht. In Shotcut mache ich mir quasi, erstelle ich mir ein neues Video, ganz klar. Das nenne ich dann eben in diesem Fall Lona-Vlog 243. Und dann geht im Grunde genommen das Ganze los. Ne? Hier unten ist eine Videospur, die sowohl Bild als auch Ton enthält. Wenn sie Ton enthält, kann man das hier an diesen kleinen Rippeln sehen. Hier kann man sehen, habe ich den Ton rausgenommen. Ne?
Das Video fing mit einer Stummszene an, in Anführungsstrichen. Wenn ich die Szene mir angucken würde, wir drücken hier mal Play, dann sieht man, gibt es jetzt keinen Ton. Ne? Das ist allein nur die Anfangsszene von 30 bis 1 Minute, also 25 Sekunden laufen da jetzt ab, habt ihr ja auch gesehen, ohne Ton. Ne? Dann, wenn ich alles fertig geschnitten habe und ich habe so Szenen ohne Ton, das heißt also, wenn ich was schneller laufen lassen habe oder langsamer laufen lassen habe oder solche Szenen gemacht habe, wo ich das geriffelt habe, dann ist es so, dass ich das dann nachher nachvertone. Ne? Das heißt also, ich mache mir hier unten, gehe hier rauf, sage eine Audiospur einfügen und dann habe ich hier unten eine Audiospur, dann kann ich Datei öffnen, da habe ich mir einen Ordner angelegt. Zack, da habe ich mir einen Ordner angelegt, Musik. So, jetzt haben wir hier, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Gibt es hier irgendeine Musik? Die wird hier oben, wird immer das, was die Datei, die ich noch nicht verwendet habe, wird hier oben immer angezeigt. Bei Musik gibt es natürlich kein Bild. Die kann ich mir einfach hier runterziehen per Drag and Drop. Dann kann ich mir die hier reinschreiben. Dann bei Musik ziehe ich die immer. Ist auch noch so ein Ding, macht man schnell. Zack, rechte Maus. Filter plus, dann ziehe ich runter, Verstärkung, Lautstärke, mache ich immer so 9, ja, um die 9 dB leiser, weil die Musik zu laut ist, die da kommt. So, dann kann ich hier reingehen vorne, dann gucke ich mir die Szene nochmal an. Und jetzt sehen wir, die Eingangsszene ist mit Musik versehen, ne? Ich werde noch eine andere Musik nehmen. Werdet ihr auch feststellen, aber egal. Ne? So spiele ich nachher den Ton ein. Und wenn ich dann hier bin, wir können mal hier einmal reingehen. Wir haben ja schon jetzt hier bin ich gerade am Schneiden. Wir sind irgendwo bei 5:55. Und bis wir bei Minute 5:50 angekommen sind, gucken wir mal, machen wir mal. Ist mir doll. Nur um mal ein Verhältnis zu sehen, bis wir bei Minute 55 angekommen sind. Hier bin ich gerade am Schneiden. Aus der Szene, da habe ich die Kamera lange laufen lassen, schneide ich was raus. Ne? So, da sind wir schon bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bei 23 Szenen. Oder nicht 23 Szenen, sondern 23 Schnipsel sind es mittlerweile schon geworden. Ne? Der ganze Akt 1, wenn wir da mal reingehen, hatte ja lediglich, ja was heißt lediglich, aber wie gesagt, 23 Schnipsel sind es jetzt schon. Das sind schon 33 Elemente. Ne? Und ich bin ja erst bei der Hälfte von den Dateien, die ich verwendet habe. Ne? Und ja, so sieht man eben, weil ich teilweise, wenn ich die Kamera laufen lasse, ne? Die meisten haben die Angewohnheit, die lassen das einfach laufen. Ich persönlich finde es irgendwann langweilig. Und dann schneide ich, wenn ich für mich persönlich merke, es wird langweilig, schneide ich einfach was raus. So, ne? Jetzt sind wir hier in dieser Szene, wie wir die Scheibe rausschneiden. Und das könnte ich jetzt 5, 6, 7 Minuten laufen lassen, wie wir die Scheibe rausschneiden. Mache ich aber nicht. Ne? Dann schneide ich hier einmal, dann gibt es hier einen Schnitt. Der kommt jetzt. Dann sieht man das oben, kommt der Schnitt, zack, und dann, das war jetzt sogar ein ganz weicher Übergang, geht's eben weiter, ne? So, ich bin jetzt am Überlegen, zum Beispiel dieses Rausschnipseln, da sind wir ziemlich viel zugange. Ich sag jetzt einfach mal den letzten Rest davon, Klausi ist ja mit dem Staubsauger zugange, gehe ich rauf, sag rechte Maus, dann sage ich zum Beispiel trenne Audio, jetzt nehme ich hier die Audiodatei raus, dann sage ich entfernen, dann ist hier die Audiodatei raus. Wenn wir uns das jetzt angucken, dann ist der Ton weg. So, und jetzt sage ich rechte Maus, Eigenschaften. Jetzt lasse ich das mit 15-facher Geschwindigkeit laufen. Jetzt wird das hier gleich klein. Zack, und jetzt ist das nur noch so ein kleiner Schnipsel. Ne? Wir machen das mal wieder ein bisschen größer, damit das ein bisschen übersichtlicher wird. So, dann habe ich hier oben eine sogenannte Wiedergabeliste. Da sind meine ganzen Dateien drin. So, 64, kann ich mal gucken, dass die GoPro unterteilt das immer. 64, die Szene würde hier noch weitergehen. Ja, hier wird noch mehr gemacht, getan, aber es ist unwichtig. Ich habe das laufen lassen. Die Datei können wir im Grunde genommen vergessen.
So, dann geht's weiter. 65. Jeder hat bei so Sachen ja immer so seins. Ich schwöre ja auf diese Klinge. Ich weiß nicht, ob es da noch was... Da erzähle ich quasi, jetzt sind wir mit Schneiden fertig. Jetzt erzähle ich was über den Multicutter. Die Szene ist jetzt hier oben drin. Ich habe sie hier links angewählt in meinem Vorwahlfenster. Von da aus ist sie hier oben drin. Jetzt nehme ich sie und ziehe sie hier runter. So. Jetzt sehen wir zu Anfang... Ja, es verwischt ein ganz bisschen. Ist also nicht schlimm. Also nehme ich die Szene und schiebe sie einfach nur hier rüber. Je weiter ich sie rüberziehe, je mehr ist hier der Übergang. Ne? Verwischt das. Wenn ich jetzt im Grunde genommen, nehmen wir nur mal hier die Lücke weg, dann haben wir hier jetzt das Schnelllaufen. Das kann der Rechner nicht ganz so schnell rechnen, weil unser Rechner so langsam ist. Zack, geht das einfach so rüber. Das ist quasi ein sogenannter harter Cut. Das ist mir zu hart. Ich ziehe das also einfach ein Stück rüber. So, dann doppelt sich das hier. Dann gehen wir ja wieder rauf. Jetzt sage ich Play. Und jetzt verwischt das ein bisschen leichter. Also das ist jetzt natürlich, wenn du von einer schnellen Szene kommst, also quasi von einem geraffelten, jetzt haben wir da ja einen Zeitraffer gemacht, in einer normalen Szene ist das immer nicht ganz so leicht. Ne? Leichter ist es, wenn ich das weiterlaufen hätte und nehme dann die Kamera in die Hand, dann ist ja das eine Videodatei und wenn ich dann den von schnell laufen auf langsam laufen oder normal laufen mache, dann wirkt das noch ein bisschen eleganter. Ne? So, jetzt muss ich mir natürlich diese ganze Szene, ich könnte jetzt ein Idiot sein und sagen, ich lasse das einfach durchlaufen. Nee, diese Szene höre ich mir natürlich jetzt wieder an, ob ich dann nicht irgendeinen Blödsinn laber, weil ich könnte ja auch irgendwas Falsches erzählt haben und mir fällt jetzt auf, oh Gott, das ist ja verkehrt, dann würde ich jetzt hier wieder einen Schnitt setzen und dann würde ich da Text einfügen zum Beispiel. Ne? So. Das ist jetzt die Szene. Wir gehen mal einmal ein Stück vor, was eben noch kommt, wenn du halt so eine Szene hast. Da habe ich erzählt. Das ist ein guter Abgang, sag ich mal. Da ist nichts, wo ich jetzt noch was wegschneiden muss. Ne? Jetzt hole ich mir die nächste Szene. Nächste Szene kommt da rein. Jetzt stelle ich fest, irgendwie kann die nichts. Was sagst du denn da, Mann? Keine Ahnung. Ja, ich glaube Mann oder so. Weiß ich nicht, die kann nichts. Also nächste Szene. Ja, nächste Szene kann wieder was. So. Plus haben wir uns die nächste Szene hier rein. Da gibt's aber, sehen wir schon am Griffel, nicht wirklich was ich erzähle. Also, warte mal, ich gucke mal wieder. Ja, es ist jetzt, ne, hier sieht man, wie man was erzählt, das Griffel, hier ist nicht so wirklich. Darüber weiß ich schon, okay. Axel hat sich beim Film gedacht, oha, wir müssen mal gucken, wie wir das Ganze anstellen. Wir müssen mal gucken, wie wir das Ganze anstellen. Und also da habe ich schon im Kopf, dass ich das quasi jetzt, weil wir das auch schon öfter alles gesehen haben, jetzt mit Scheibe einkleben, dass ich das filme und dass da Musik untergelegt wird. Ne? Und dass das kleine Clips werden. So. Jetzt ist das ja aber ein ganz langer Clip geworden. Ne? Jetzt will ich ja quasi filmen, wie ich hier mein Tuch mit Reinigungsmittel beträufle und das dann abwische. So, das sollen immer so kleine Schnipsel werden. So, jetzt ist also quasi, jetzt muss ich warten, bis ich die Sache mit dem Tuch habe, damit auch wirklich, ne, jetzt kommt die Szene mit dem Tuch. Da gehen wir ein kleines Stück davor, setzen einen Schnitt, nehmen das Teil, schmeißen das raus, schieben das Ganze rüber. Übrigens, während wir ja gerade das machen und ich sehe, dass das schon 17 Minuten geht, kann ich euch sagen, dieses Video wird nicht im Anschluss des Videos, was ihr hier seht, sein, sondern dieses Video werdet ihr extra bekommen. Weil einfach ich jetzt schon merke, dass das in das Video gar nicht mehr reinpasst von der Länge her. Dann müssen wir hier nachher noch einen anderen Start drehen und ein anderes Ende drehen. Aber ich glaube, für viele war das mal ganz interessant. Und wenn ich das nur kurz anreiße, ist das auch irgendwie langweilig. Ne? Deswegen werden wir das kriegt ihr Sonntag als ein Special, das weiß ich jetzt schon. Und, was ist denn los? Ich habe gar nichts gesehen. Ich auch nicht. So. Doch, sie hat recht. Andy. Andy. Ja, dann machen wir jetzt mal einen Cut, auch in Wirklichkeit. So, Besuch ist wieder weg. Jetzt ist es halt, wie gesagt, so, jetzt sehe ich ja anhand der Geschichte, dass ich hier nicht spreche, also wollte ich auch irgendwie was kommunizieren, was ich nur über Bilder kommunizieren wollte. Und ja, das ist halt die Szene, wie ich die Scheibe reinige mit dem entsprechenden Reiniger im Set. Jetzt geht das halt los, jetzt trage ich den Reiniger auf, zack,
Dann schneide ich einmal, dann lasse ich es durchlaufen. Und jetzt schneide ich nochmal. Dann kann die Szene, wo ich es durchlaufen lasse, einfach rausgekillt werden. Und dann gibt es einen harten Cut. Auftragen, zack, nächste Szene. Da reinigen, dann gucke ich nochmal weiter. Ich reinige. Aber jetzt nehmen wir nochmal einen kleinen Schnipsel, wie ich da hinten reinige mit rein. Mache ich wieder einen Cut, nehme die Szene raus, hau den rein, gucken wir nochmal. Dann mache ich da, dann mache ich da, fertig. Wieder ein Schnitt, Rest schmeißen wir weg. Jetzt geht das weiter, jetzt gehe ich hier oben aufs Dach und reinige da auch. Ich hole mir die ganze Szene wieder rein. Wir sehen wieder, ich habe hier nichts gesprochen. Dann gucke ich einmal. Irgendwann fange ich ja an zu reinigen. Jetzt fange ich an zu reinigen. Machen wir wieder einen Schnitt. Nehmen das, was davor ist, weg. Sagen Tschüss. Dann sehen wir jetzt der harte Übergang. Zack. Dann reinige ich da nochmal. Oh, das muss gar nicht so lang sein. Machen wir ein bisschen kürzer. Wieder einen Schnitt. Und dann reinige ich ja auf der anderen Seite nochmal. Das ist so. Da machen wir wieder einen Schnitt. Nehmen wir wieder ein Stück raus. Dann reinigen wir es auf der Seite und zack, im nächsten Moment reinigen wir auf der anderen Seite. Ne? Dann machen wir wieder einen Schnitt und dann reicht das auch für reinigen. Ne? Das, es ist dann, es muss halt gereinigt werden. So, du kannst natürlich auch die Kamera durchlaufen lassen und dann die ganze Zeit reinigen zeigen, aber wir wissen ja, was wir wollen. Es soll gereinigt werden. Mehr will ich gar nicht erzählen. Ne? So, dann geht es hier in die nächste Szene rein. Dann gucken wir. Die hole ich mir unten rein und dann sehen wir. Du hast gar nicht geredet. Doch, hier ist geredet worden. So, dann sehen wir, hier ist geredet worden. Dann gucke ich einmal kurz durch. Was ist da los? Ja, da rede ich aber nur mit dem alten Herrn. Die Kamera ist da aber schon vorhanden. Und Film, so. Und dann hast du natürlich auch so Leerfahrten, ne? Wo nichts passiert. Aber war gut, dass die Kamera gefilmt hat, ne? Das ist ja, wie würde Jan sagen, das ist ja Verschwendung von Arbeitszeit. Ja, also die Szene kann nichts. War ganz schön lang, kann aber nichts. Dann geht's weiter, nächste Szene. Dann holen wir uns die nächste Szene hier unten rein. Jetzt sehen wir, da habe ich ganz, ganz viel erzählt. Wann fange ich an zu erzählen? Das ist hier vorne. Also. Da fange ich an mit also. Dann machen wir mal da vor ein Stück weiter einen Schnitt, nehmen ein Stück davon weg, schieben das wieder in altbekannter Manier vorne weg und dann sehen wir, wie es aussieht. Ne? Wenn wir einmal jetzt hier vorgehen, dann sehen wir halt, hier erzähle ich, und dann, dass wir mal einmal den Komplex sehen, was komplett passiert ist. Ne? Links machen, unten auf dem Boden machen. Also, zack. Genau. Und jetzt geht die Szene eben weiter mit Erzählung und wie ich es mache. Und ich glaube, ja, stimmt, ja, da habe ich ja die, habe ich ja von der Betriebsanweisung des Herstellers quasi mal abgelesen, wie es funktioniert. Weil wir haben ja schon oft genug Scheiben gemacht und da habe ich gedacht, machen wir das mal über die Art und Weise. Ne? Was sagt eigentlich der Hersteller, was dazu passieren muss? Ja, und so läuft die Szene dann einfach durch. Ne? Das sind so diese einfachen Szenen, wenn man irgendwo steht und einfach nur eine Geschichte erzählt, dann rennt die Zeit ganz schnell. Ne? Wir haben ja eben gesehen, was hatte ich gesagt, da hatten wir schon 30 Szenen. Ne? Ungefähr. Mit dem, was wir da hatten. Ich meinte, ne? Hatte ich doch gesagt, 30 Szenen. Ne? So, wenn wir hier jetzt einmal in die Timeline unten reingehen, kriegen wir die auch mal so hin, dass die interessant ist. Ah, verdammt, der rutscht immer mit. Also, wir haben hier jetzt 10 Minuten Video. 10 Minuten... das macht ja keinen Spaß so. Das ist es immer noch nicht, aber da fängt das ungefähr an. Wir haben hier jetzt 10 Minuten Video und wir sehen hier, ich meinte, wir waren irgendwo bei 30, wir haben hier jetzt schon 35 Szenen, ne? 35 einzelne Sequenzen, die wir daraus gemacht haben. Und das sind jetzt erst die ersten 10 Minuten und in der Regel wissen wir ja, so ein Video kann ja mal eine Stunde dauern. Ne? Und
So zieht sich das jetzt wie so ein Faden durchs ganze Video. Ne? Ich hole mir immer die jeweilige Sequenz runter, guck, was vorne weg ist, guck, was hinten ist, guck, was da drin ist. Guck, ob ich da erzähle oder nicht, guck, ob ich schnell laufen lassen will oder nicht, guck, ob ich irgendwas machen muss. Hier vorne an war eine Szene, da waren wir draußen, da habe ich den Ton verstärkt, weil ich weiter weggegangen bin. Katharina hatte von außen gefilmt und dann habe ich den Ton ein bisschen verstärkt, dass man auch hört, was ich sage oder was Fadi sagt. Ja, so solche Dinge macht man dann eben auch noch. Ne? Wenn dann das ganze Projekt fertig ist, schneide ich mir noch ein paar Szenen raus und da habe ich hier vorne eine Lücke gelassen und dann schmeiße ich mir die Szenen hier vorne, ist so eine grüne Lücke, schmeiße ich mir die Szenen hier vorne hin. Das sind quasi die Szenen, die man zuerst sieht. Ne? Wenn ich jetzt beim Schneiden eine lustige, coole, informative Szene finde, schneide ich die gleich raus, packe die da vorne hin. Ja, wenn das dann soweit alles fertig geschnitten ist, dann kann ich ja jetzt hier sehen, dass hier so Szenen sind, wo eben kein Ton ist. Dann weiß ich also, die Szene, da muss ich noch was machen. Und dann fange ich an und packe mir hier quasi in den unteren Bereich die Musik und lege da Musik rein. Ne? Ja, dann ist das soweit alles fertig. Dann gehe ich auf Rendern und dann wird das Video hier im Programm gerendert. Dauert in der Regel zwischen 1 und 2 Stunden. Meistens Stunde 15 ungefähr. Kann aber auch mal länger dauern. Es kann ja auch sein, dass ich Bild in Bild mache, dann mache ich mir hier eine neue Videospur rein. Dann sind hier 2 Videospuren und eine Audiospur. Ne? Und dann hat der natürlich noch mehr zu verarbeiten und dann wird es auch interessant. Zumindest für den Rechner. Naja, und es gibt ja auch noch die Möglichkeit, die Musik dann leise werden zu lassen. Ach so, genau, das ist ja auch noch so eine Szene, das können wir ja mal machen, so rein pro forma. Hier war... Ach so, wie wir da schnipseln, das ist, da habe ich mir extra so im Album gemacht, das ist ja ein Zeitraffer, habe ich hier einen Ordner mit Musik für Zeitraffer. Dann suchen wir uns hier mal einen Zeitraffer raus, ein Video, einen Ton raus. So, der Ton ist jetzt hier oben drin. Ich ziehe mir den hier unten hin. Jetzt machen wir das mal ein bisschen größer, dass man das mal ein bisschen besser sehen kann. So, jetzt haben wir hier diese Sequenz hier zwischen, die ja eigentlich keinen Ton hat. Dann fangen wir an, dann kloppen wir hier den Ton rein, dann geht das auch schon gleich los. Das Problem ist, der Rechner kann es nicht, ne, weil es einfach zu schnell ist. Weil es einfach zu viel, diese Zeitraffer, wenn ich Zeitraffer mache und die abspielen lassen will, das kann mein Rechner nicht. Es gibt Rechner, die können alles, aber meiner kann das hier nicht. So, dann gehe ich hier rein, weil unser Ton ist ja an dieser Stelle zu Ende. So, dann gehen wir hier irgendwie so pauschal ungefähr hier rein. Hier ist die Szene mit dem Ton zu Ende, hier rede ich schon wieder, da muss ja schon die Musik wieder aus sein. Ne? Also machen wir hier einen Schnitt, nehmen hier den Ton, der zu viel ist, weg. Und dann kann man hier oben in der Ecke so ein Ding machen, so einen Punkt anvisieren. Und jetzt fährt der Ton hier in einer Rampe langsam runter. Ne? Wenn ich jetzt hier zurückgehe und wir hören uns das an, hört man schon fast keinen Ton mehr. Ne? Also der Ton wird da langsam, oder die Musik wird da langsam gesenkt. Ne? So, und so vertone ich das dann nachher nach, ne? Dass wir auch nachher überall schön Ton haben. Genau, fängt hier halt an, der Ton. Musik steigt gleich ein, weil die Szene auch gleich reinkommt, zack. Und dann läuft das. Ne? Ich habe auch zum Beispiel im letzten Video... Da hatte ich dann zum Beispiel, das ist dann ein bisschen anstrengender, dann hast du meinetwegen hier den Ton, die Musik. Und dann hatte ich hier Szenen, wo ich jetzt gesprochen habe. Da spreche ich ja, da will man mich ja hören. Und dazwischen, weil es so ein bisschen länger war und das war mir so ein bisschen zu langweilig, habe ich dann Musik gemacht. Dann muss ich hier jeweils immer reingehen, dann gehe ich da immer rein, setze in der Musik einen Schnitt und ziehe dann quasi hier so Rampen hin. Und das mache ich dann bei jedem Teil hier. Ne? Wenn ich jetzt was sage... Kommt hier wieder so eine Rampe hin. So, da fängt Axel wieder an zu reden. Mache ich wieder einen Schnitt, kommt wieder so eine Rampe hin. Muss warten, bis der Punkt da ist. So, wenn man sich das jetzt anhört, dann haben wir Musik und sprechen immer im Wechsel, ne? Ich hätte beinahe gesagt, das gab es irgendwann mal bei Aldi oder bei Norma. Namenlos. Ja, so. Machen nicht viele. Also zumindest die so Farmvlogs machen, habe ich da noch keinen so richtig gesehen, der sich so damit beschäftigt. Ich mach's aber. Und da kannst du, und du kannst eigentlich, du kannst noch viel, viel mehr machen. Das gibt 1000 Möglichkeiten. Das hier ist die 0815 einfach schnell Variante. Ne? Man kann da echt noch richtig, richtig viel mehr machen.
Aber man hat natürlich auch die Gefahr, dass, so wie bei uns das zwischendurch mal ist, wenn irgendwie was schief läuft beim Rendern oder so, dass die Tonspur dann sich verschoben hat oder wenn du noch irgendwas geändert hast genau, oder so. Wir haben das ja auch ja schon mal gehabt. Wenn ich jetzt, deswegen mache ich die Tonspur ganz zum Schluss dann herein. Also die Tonspur ist ja schon drin, aber die zusätzliche Musik da rein. Ne? Wenn ich jetzt haben wir uns das ja hier so hingelegt, dass das so passt. Leider ist jetzt die Geschichte mit der Musik hier weg. Aber wenn ich mir jetzt hier hinten ein Stück Bild, was ich ja gerne mache, was ihr eben gesagt habt, ich packe mir hier ja am Anfang noch wieder drei Szenen rein. Dadurch verschiebt sich meine ganze Spur und der Ton da unter bleibt aber gleich. Und dadurch habe ich zum Beispiel einen Versatz drin. Ne? Oder wenn du was raus, meistens ist es ja, wenn du was rausschneidest, wenn du es dir nochmal angeguckt hast ja. Und du eine Szene hast, die doppelt ist. Genau, das ist ja auch so ein Ding. Ne? Daran seht ihr mal, wie viele Dinger wir hier haben. Und bei diesen ganzen Hin- und Her-Geschnipsel. Und dann fängst du an, dann nimmst du hier vielleicht irgendwas weg und packst das vorne rein, hin und her und merkst das gar nicht. Und dann machst du nochmal wieder einen Doppelklick und dann schmeißt du die Szene da nochmal rein. Und dann kann dir das passieren, dass du das doppelt hast. Das ist einfach so, weil einfach viel zu viele Sachen sind. Ne? Man muss mal bei, wenn man so YouTube guckt und so Videos guckt, musst du immer drauf achten, wie viele Schnitte sind, wenn du ein anderes Video guckst oder wie wenig das im Grunde genommen sind. Ne? Da ist wenig. Ich behaupte immer gerne wenig. Also so wirklich professionell gemachte Technikvideos, da sind natürlich auch ganz, ganz viele Schnitte drin. Und das hier ist eben Werkstatt. Ne? Werkstatt ist halt echt immer so ein Thema, wo ich persönlich mal viel schneide. Ich will nicht sehen, wie ich da minutenlang eine Schraube rausdrehe oder so. Ne? Das mache ich nicht. Ich halte aber die Kamera drauf. Und wenn in dem Moment die Schraube vielleicht abreißt, dann habe ich die Szene im Kasten. Ne? Wenn ich die nicht filme, die Geschichte, dann kommt das nicht. Aber ich habe keine Lust, die minutenlang zu zeigen, aber ich habe das erstmal gefilmt und dann muss ich es eben ausselektieren. Und das ist natürlich auch alles Datenmüll, den ich dann ansammle. Ne? Diese ganzen Geschichten sind ja alle gefilmt, ob ich sie nun nehme oder nicht. Ne? Ja, so sind halt so diese kleinen, aber feinen Schwierigkeiten. Und wie gesagt, Shotcut, wenn ich da jetzt irgendwas nicht weiß oder irgendwas anders haben möchte, dann kann ich... oder ich habe eine Idee, was ich gerne machen möchte, dann kann ich bei Google reingehen oder bei YouTube direkt reingehen und sagen, Shotcut einblenden oder Shotcut ausblenden. Und dann kommt da ein Video zu. Und das ist das, was mich dazu bewogen hat, das Programm zu nehmen. Und ich bin mit dem Programm vollkommen zufrieden. Es macht all das, was ich möchte. Und es kann das, für mich persönlich ist es einfach, es ist deutsch. Also von daher, tipptopp. Das finde ich persönlich ganz cool. Ne? Ja, und somit dauert halt auch das Schneiden von so einem Video 2, 3, 4, vielleicht auch mal 5 Stunden. Ne? Genau. Und wir sind jetzt eben bei Minute 8. Ja. Geht eben ganz schnell. Ne? Also, das mal dazu. Ich glaube, das war auch mal ganz interessant. Wie gesagt, als Meinst du? Ja. Hier? Ja, der unschläft. Schnarcht irgendwie was. Ja, wie gesagt, als Anhang oder als... als Sequenz des letzten Videos, beziehungsweise vorletzten Videos, das wäre ja jetzt ins Mittwochsvideo gekommen, das wird auf jeden Fall nichts. Das Video hat ja jetzt schon bald eine halbe Stunde. Wir werden das einfach mal Sonntag als ein kleines Spezial hochladen und dann passt das. Ne? Dieses Video zum Beispiel, was wir jetzt erstellt haben, dadurch bedingt, dass wir einmal eine Unterbrechung hatten, das hat ja dann im Grunde genommen irgendwie jetzt drehen wir gleich nochmal einmal, legen wir die Kamera nochmal hin, begrüßen euch nochmal einmal. In diesem Stück sagen wir ja auch nochmal Tschüss. Im Grunde genommen habe ich da 4 Schnipsel. Ich muss nicht schneller laufen lassen, langsamer laufen lassen, hin, her. Die 4 Schnipsel, den Vorspann davor, das schneide ich nachher in 5 Minuten. Das ist kein Aufwand. Also ich sag mal, wenn ich mich jetzt in der Werkstatt austobe und erzähle euch, was ich gemacht habe, dann so ein Video schneide ich euch in 5 Minuten. Also da bin ich mittlerweile mit meinen Handgriffen so schnell, das ist kein Problem, ne? Ist dann aber eben langweilig in meinen Augen. So, ne? Das ist ja das, was ich immer sage. Auch im Livestream haben wir das jetzt gerade wieder gesagt. Ich möchte gerne zeigen, was wir da machen. Ne? So, und das kannst du ja nur zeigen, wenn du die Kamera drauf hältst. Ich möchte nicht erzählen, ich habe das gemacht, sondern ich möchte erzählen, ich möchte zeigen, wie das geht und wie wir das machen. Also nicht, wie das geht. Es ist ein Weg, wie man das machen kann. Ne? Das ist mein Weg in dem Moment. Dass das nicht jedermanns Weg ist, da müssen wir uns ganz klar von distanzieren, weil jeder hat so seinen eigenen Weg und es gibt den einen Weg, den vielleicht ein Hersteller sich mal gedacht hat, dann gibt es den einen Weg, den sich jahrelang mit Berufserfahrung rangearbeitete Schlosser sich rausgedacht haben und dann gibt es diesen Fuschi-Nachlaufweg, den ich selber mache. So. Also ne,
da hat so jeder so seine Interpretation von. Und aber ich zeige einen Weg und das ist in dem Moment dann ja unser Weg. Und ja, da kann dann jeder draus machen, was er möchte. Ne? Genau. So funktioniert das. Ne? Und wie gesagt, da das eben lange dauert, sowas zu schneiden, ist es halt, das sind so die Dinge, die man halt nicht sieht. Ne? Es sind halt einfach Dinge, die lange dauern, weil halt in diesem Moment, wenn du Werkstatt machst, viele Szenen sind. Und wenn ich ein Video mache beim Ladewagen fahren oder so, da habe ich auch schon relativ viele Szenen, aber nicht so viele. Da wird es dann halt kompliziert, weil ich dann vielleicht noch eine zweite Kamera mit einblenden will und hin und her. Ne? Dann ergibt sich das wieder. Aber ja, ansonsten ist das jetzt nicht wirklich ein Hexenwerk, aber es ist eine Sache, die zeitintensiv ist und die, ich glaube, wenn du das vernünftig machst und du kannst eben mit so Programmen relativ viele Sachen machen, auch richtig cool ist. Ne? Ich würde auch gerne, bloß ich habe diese Schnipsel noch nicht, hier, keine Ahnung, wenn denn bei verschiedenen anderen wird ja dann mal eingeblendet hier, keine Ahnung, 3 hours later oder so, ne? So eine Sache. Ja, ich habe mir die Schnipsel noch nicht rausgesucht. Wenn ich die Schnipsel hätte, dann könnte ich das auch mal mit reinschneiden. Dann würde man sich einen Ordner machen, hier Special Szenen oder so und fertig. Ne? Oder hier, es gibt doch diese, wo sie sich alle an den Kopf knallen oder so eine Szene. Gibt es alles. Ich finde einfach die Zeit nicht, mir solche Szenen rauszusuchen, damit ich die auch mal mit reinschneiden kann. Ne? Aber wäre auch noch so eine Auflockerung des Videos, wenn man sowas auch noch mit reinschneiden würde. Ne? Ja, mein Gott. Ist nicht. Was noch ist, was ich ja auch noch öfter mache, dass wir irgendwie was machen, keine Ahnung. Ich erzähle da jetzt gerade, was eben auch öfter nochmal passiert. Wir machen einfach mal einen Schnitt und hier nochmal einen Schnitt. Jetzt haben wir hier einen neuen Schnipsel. Der ist nicht, da passiert nichts, ne? Der läuft ganz normal weiter. Ich erzähle. Und womit man auch, was auch so ein Effekt ist, womit man was machen kann, ich setze jetzt einen Filter und sage Plus. Und dann sage ich Size, also Größe und Dings. Ich kann jetzt hier mein Bild verschieben, was ja keinen Sinn macht. Da können wir nochmal rückgängig machen. Ah, scheiße, das macht er sogar gar nicht so, wie ich das will. Verdammt, verdammt, verdammt. Wir müssen wieder einen neuen Schnitt setzen. Wir müssen das... Oh, da habe ich aber hier wieder was gemacht. Schnitt. So, plus, hier sind meine ganzen Sachen, die ich machen kann, also ein Teil davon oder meine wichtigsten. Ich wollte nur machen, Position, ich mache mal Zoom. Ne? Jetzt kann ich das Bild reinzoomen, dann kann ich hier das Bild noch wieder verschieben, dass ich dann in dem Moment nicht so zu sehen bin oder dass mein Kopf nur zu sehen ist, wie auch immer. Und das mache ich eben auch relativ viel. Ne? So, wenn ich jetzt hier reingehe, lasse das durchlaufen, läuft das? Jetzt muss der Rechner wieder arbeiten, deswegen stockt die Stimme, weil das einfach für ihn eine unheimlich hohe Rechenleistung ist. Und dann geht das wieder raus, ne? Ich habe ja öfter mal, dass ich was in der Ferne filme und dann sage ich ja immer, Mensch, ich guck mal, ob ich das rangezoomt kriege, ne? So zoomt man dann zum Beispiel ran. Das sind auch so Sachen. Und da kann ich eben im Grunde genommen, gibt es bestimmt irgendwas, dass quasi jetzt diese Nummer, die ich jetzt rangezoomt habe, dass du jetzt davor nochmal einen Schnitt setzt. Du setzt davor nochmal einen Schnitt. Und dass das jetzt im Grunde genommen der Schnipsel wird, wo man sieht, wie reingezoomt wird und wie rausgezoomt wird, ne? Habe ich noch nicht rausgefunden. Wäre auch interessant, würde dem Video auch nochmal wieder ein bisschen zusätzliche Interaktion verleihen, aber ist im Schnittaufwand behaupte ich mal ja, ziemlich hart. Ne? Aber mit dem harten Cut und dem dann ranzoomen, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ne? Und so ja, sind das halt Instrumente, die man anwenden kann, um so ein Video natürlich noch ein bisschen anschaulicher zu machen. Und ich glaube auch dadurch bedingt, dass wir all diese Dinge machen, kommt einem eine Stunde Video vor, wie 10 Minuten. Ne? Das ist so das Ganze. Ja, das mal so als klein, aber fein, Übersichtsschlachtplan, wie das hier so funktioniert mit Videoschneiden, wie man sich auch die Zeit schön wegarbeiten kann. Ne? Da geht eben immer viel Zeit weg, aber das macht nichts. Ich glaube, das Ergebnis sagt uns, dass das in Ordnung ist und deswegen, ja. Bleiben wir dabei, dass wir selbstständig tolle Videos schneiden und euch damit versorgen. Und dann gucken wir, was noch alles kommt. Gut. Ist dir noch irgendwas eingefallen? Nichts Besonderes? Nichts Besonderes. Richtig cool. Also, dann hoffen wir, dieses kleine Special hat euch gefallen. So klein ist es nämlich gar nicht. Und dann sehen wir uns am Mittwoch in dem Moment ja
wieder zu einem ganz normalen Vlog. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Schönen restlichen Sonntag. Schönen restlichen Sonntag und dann bis Mittwoch. Tschüss!